Nächste Speakerin ist Polizistin und das schon über 30 Jahre lang. Sie ist aber auch Cannabis-Patientin. Also sehr schönes Konfliktpotenzial. Und was passt dann besser, als Vorständin bei LEAP zu sein, Law Enforcement Against Prohibition. Bitte einen großen Applaus für Natascha Bartz. Hallo Berlin! So nah wie möglich dran. Okay. Hallo liebe Teilnehmer der Hanfparade! Ich bin Natascha Bartz, ich bin Vorstand bei LEAP Deutschland. Von Beruf bin ich Polizeibeamtin, aber hier nur mit meiner privaten Meinung unterwegs. Beziehungsweise als Sprecherin von LEAP Deutschland. LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, wir sind die Strafverfolger gegen Prohibition und für eine humane Drogenpolitik. Das Motto der diesjährigen Hanfparade lautet Legalisierung, aber richtig. Davon sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt, oder was meint ihr? Die Entkriminalisierung durch das CanG, sind wir da zufrieden? Nein, 50 Gramm Ernte maximal erlaubt, keine Abgabe oder Tausch untereinander, Gastgeschenke sind verboten. Das ist unnatürlich. Eine Flasche Wein darf man ja auch mitbringen. Weder Blüten aus eigener Ernte noch die Pflanzen dürfen weitergegeben werden. Auch die CSCs oder Anbauvereinigungen, wie sie jetzt heißen, sind deutlich überreguliert und bürokratisiert. Die sogenannte Säule 2 ist noch gar nicht in Sicht. Dieses unvorteilhafte Gesetz CanG führt bedauerlicherweise derzeit zu noch weiter anhaltenden Problemen. Leider auch aufgrund mancher ungünstiger Regelungen im Gesetz. Wird man derzeit noch mancherorts, nicht überall, aber vor allem in Bayern, in Süddeutschland, immer noch rigoros verfolgt. Was dann natürlich auch so in die Zahlen und Statistiken eingeht. Cannabis-Folgenbegrenzungsgesetz, so heißt es in Bayern. Damit will man den Konsum auf Volksfesten, in Gaststätten, öffentlichen Bereichen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen etc. verbieten und verunmöglichen. Ungeachtet der Tatsache, ob dies dem jeweiligen Inhaber des Hausrechts überhaupt recht wäre. Zusätzlich zu sich verschärfenden rechtlichen Regelungen scheint es so zu sein, dass viele Strafverfolger nach wie vor gerne CannabisnutzerInnen häufig und verstärkt kontrollieren, um Verstöße zu ahnden. Selbst wenn es sich dabei zum Teil lediglich um Ordnungswidrigkeiten handelt. Diese nach wie vor sehr konservative Haltung beruht auf Unkenntnis der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie daraus resultierendem Mangel an Akzeptanz. Wir von LEAP wollen das ändern und fangen jetzt damit an. Deshalb machen wir jetzt eine Kampagne, Hashtag legal statt kriminell. Die ist gestern schon gestartet auf Social Media, schaut es euch gerne an auf unseren Social Media Kanälen. Die ist adressiert an alle Strafverfolger und die Polizei, zwecks Information und Förderung von Akzeptanz der Zielgruppe. Ich bedanke mich bei der Erstellung der Kampagne schon jetzt ganz herzlich bei unseren kreativen LEAP-UnterstützerInnen sowie den MitgestalterInnen aus dem Weedmob. Besonderer Dank geht hier an unser LEAP-Mitglied Matthias Otto. Danke, lieber Matthias, für die ersten KI-generierten Bilder und die Ausgestaltung des Inhalts. Schön, dass du heute hier bist, Matthias. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Kampagne ein voller Erfolg wird. Unter anderem für diese Kampagne brauchen wir natürlich Geld. Euer Geld. Ich weiß, das gibt man nicht so gerne her, das geht mir durchaus auch so. Nur wenn sich die Kampagne im weiteren Verlauf entwickelt, wird eine Ausstrahlung und weitere Verbreitung hinsichtlich Reichweite ab einem bestimmten Punkt Geld kosten. Dafür sammeln wir jetzt schon. Folgt einfach der Kampagne auf Social Media, dort wird ein Spendenlink an einigen Stellen hinterlegt sein, jeder Euro zählt. Bitte unterstützt und teilt die Kampagne.
damit sie mehr Wahrnehmung und Aufmerksamkeit erfährt und ihre Wirkung entfalten kann. Ich bin sicher, gemeinsam werden wir die Kampagne bekannt machen. Und meinen KollegInnen hier sage ich, informiert euch bitte bei uns zum Thema. Denn Cannabis ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und sicherlich auch bei euch und in eurem Umfeld. Schaut euch gern unsere Kampagne Legal statt kriminell dazu an und informiert euch auf unserer Homepage liebdeutschland.de. Viele Grüße von Lieb Deutschland und viele Grüße von mir. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, liebe Hanfparade! Vielen Dank, Natascha Bach!